Heute war mein nächster Arbeitstag und ich musste um 6 Uhr aufstehen. Habe ich den Kleinen von 6 bis 8 Uhr fertig gemacht. Das heißt, wecken, waschen, füttern. Drei Sachen, 2 Stunden. Ja, wer hätte das gedacht? Es ist ganz schön schwierig, ein kleines Kind die ganze Zeit zu erziehen. Ja, und dann habe ich wieder nochmal 2,5 Stunden circa geschlafen. Und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit nur rumgedödelt. Ich habe das erste Mal Wäsche gewaschen in meinem Leben. Das erste Mal, bitte. Ja, aber ich habe es halt gemacht und es war richtig gut. Ging richtig gut. Ja, und sonst habe ich eben den Kleinen noch ungefähr 2 Stunden lang ins Bett gebracht. Dann habe ich ihn gefüttert. Also ich habe ihn davor halt gefüttert. Und dann kam die Mutter nach Hause und hat so gesehen, hey, was hast du da gemacht? Nudeln mit dem indischen Kram. Ich so, ja, keine Ahnung, ist das nicht okay? Ja, nee, das passt überhaupt nicht gut zusammen. Also jetzt nicht böse gesagt, aber das war so peinlich, weil, weiß ich nicht, ich fand es irgendwie peinlich. Und dann war es ungefähr 10 Uhr oder so, dann meinte sie, ja gut, dann mache ich jetzt nochmal Reis. Und dann musste sie das Kind bis 10:30, nee, bis 10 Uhr musste sie das Kind essen. Der Magen wird irgendwann durchdrehen, glaube ich. Naja, aber vielleicht ist er auch dran gewöhnt und vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Ja, und sonst werde ich jetzt nochmal schlafen, bevor es morgen um 6 Uhr losgeht. Sind ja nur noch 7 Stunden. Also dann gute Nacht. Hallo. Also, meine Community Counselorin ist gerade da, Tori, und die ist super nett. Und ich habe mit der eben gesprochen über alles Mögliche, über Schule, Fahren, über die Cluster-Meetings, über was weiß ich, alles. Und ja, und jetzt ist ja dieses Problem, was Sunita da ansprechen wollte, und jetzt reden sie gerade darüber und ich musste dann nochmal schnell hin und meinen Computer holen. Und alles, was ich höre, ist bla bla bla, find a new family. Okay. Jetzt bin ich mal ganz schön gespannt. Dann habe ich halt gefragt, ob ich da bleiben kann, weil es mich dann schon interessiert, was sie dann für Möglichkeiten aufzeigt, also Tori. Und dann meinte aber Sunita, nein, ich möchte lieber erstmal im Privaten dann darüber reden. Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, was dabei rauskommt. Komischerweise bin ich noch gar nicht so traurig oder so. Also ich. Vielleicht bin ich einfach gerade so in so einem Schwebezustand. Naja, jedenfalls wollte ich das nur mal kurz sagen. Und jetzt werde ich mal ein bisschen herumliegen. Tschüss! Alle, die es interessiert. Ich komme ins Rematch. Und zwar ist es so, dass die ganze Familie nach Indien fliegen muss. Für, weiß ich nicht, mehrere Monate wahrscheinlich sogar. Das heißt für mich, ich werde dann hier nicht mehr gebraucht. Das heißt für mich weiter, dass meine Familie jetzt sagen muss, wann unser Break-up-Datum sozusagen ist. Und bis dahin werde ich in das Rematch-Verfahren wieder eben reingetan. Und dann, wenn es eben klappt in den 2 Wochen, dann ist gut, dann wird das alles seinen Lauf nehmen. Wenn es nicht klappt in den 2 Wochen,
bleibt das Breakup-Datum trotzdem bestehen und die Familie reist dann eben ab und dann bin ich, sind die durch mit mir und dann muss ich sehen, wo ich bleibe. Hört sich so blöd an, aber meine Community-Counselorin hat schon angeboten, dass ich sofort zu ihr kommen könnte und da würde ich auch wirklich gerne hin, die ist so nett. Und dass ich dann von da aus eben weitermache, bis ich eine Familie gefunden habe, die mir passt. Das heißt, ich könnte sogar angeben, dass ich nur nach Kalifornien will oder nur nach Florida. Und ja, das heißt, also ich bin schon über den ersten Schock hinweg, wie man sieht. Im ersten Moment war ich total zerstreut. Ich wusste gar nicht weiter. Aber jetzt im Nachhinein... Tja, was willst du machen? Steck's nicht drin. Tschüss.